So, hallo miteinander. Ich muss einmal Luft holen. Das Ding fordert mich so. Grüß euch. Ja, ich melde mich mit dem Review zum neuen Giant E-Ryan. Das ist das Pro 3 zum Preis von 4.799 Euro. Bei dem Radl einmal vorab kann man nur, wenn man so Berg ordert, beim Händler, kann man nur den 500 Wattstunden Akku haben und nicht den 625. Ist nicht so ein Problem, komme ich später darauf, erklären warum. Das Radl bei dem Grundpreis von 4.800, nehmen wir gerade aus, hat Fox 36 Rhythm vorne mit 170 mm Federweg, bei einem Lenkwinkel von 64,5. Hinten haben wir 150 am Hinterbau mit einem Fox DPX2. Gebremst wird dann mit einer 4-Kolben SRAM Guide RE mit 2x200er Scheiben. Ja, ich mag die Bremsen sowieso, ich sage das eh immer in meinen Videos. Die Bremsen brauchen nur Temperatur, dann gibt es auch kein Gequietsche. Quietschen tut das Ding nur, wenn es unterfordert ist. Ja, das Radl hat da 12-fach SRAM drauf für den Preis. Ein 800er Lenker bei einem 35er Fuhrbau, Sattelhub bei S und M von 125, wenn ich mich nicht irre, bei Large sowie ich von 150 und leider erst bei X-Large 170. Ich hätte das ja gerne im Large drin, ganz ehrlich, liebe Giant-Leute, ich hätte das gerne auch im Large drin. Ja, das Radl, Leute, ja, bin heute einmal echt ganz ehrlich, ich werde jetzt einmal sagen, wie es ist. Ich glaube, dass ich für das Radl nicht, oder sagen wir mal so, noch nicht so gut bike, dass ich das bei dem Radl fahren könnte, was das Radl kann. Also ich bin in meinem Leben echt schon wirklich viele Radl gefahren, vor allem auch viele aber ich sage euch jetzt ehrlich was, es war ganz so aggressiv zum Fahren wie das Radl. Mir ständig das Gefühl, das Radl will mich überholen, das Radl treibt mich an, das will, dass ich schneller fahre, noch schneller. Entweder bin ich eh schon so schnell oder kommt es mir in mir so vor, dass ich nicht richtig drauf gehe. Aber das Ding ist eine Rennmaschine, das ist echt für Pros gemacht. Das Ding marschiert, wenn man sich traut. Man muss sich halt auch trauen. Es ist sicher nicht für Leute geeignet, die sich nur aufstellen und das Radl runterfahren lassen. Das ist da das falsche Radl. Das Radl, jeder Befehl wird da sofort um, also das Radl, ihr kennt das Radl so um die Ecken drucken und schmeißen, das ist brutal. Mich packt das Radl voll, also ich bin da heute gefahren, ich bin am Anfang gefahren, da so ein easy cheesy waxy Trail, da habe ich mir gedacht, ja, läuft eigentlich sehr spurstabil, läuft gut. Jetzt bin ich da auf unserem Geheimberg da, wo man eigentlich eh nicht mehr fahren darf, aber gefahren, boah, das Ding. Man, und jetzt stellt euch vor, das kostet 4.799 Euro, so wie es da steht. Und in der Ausstattung, so wie es da ist, mehr braucht man nicht. Weil ich kann da den Rage Extender mit 250 Watt zusätzlich aufhören. Und ganz ehrlich, ich brauche den 625er innen drinnen gar nicht. Weil ich bin da jetzt, ich weiß nicht wie lange schon unterwegs und habe wieder nur einen Strichel verbraucht. Das ist mir gestern beim Stance, wo ich es getestet habe, schon aufgefallen. Ja, ich weiß nicht, das verbraucht nichts. Der Wirkungsgrad von dem Motor. Übrigens, über den Motor gibt es ja ein eigenes Review. Und ganz ehrlich, ich erwähne es auch da jetzt bei dem Radl. Das ist neben Bosch der einzige Motor, den ich erfahre. Das taugt mir. Der läuft mittlerweile echt gut. Passt zu der Charakteristik, zu dem Radl. Die Automatikfunktion auch, um einmal kurz auszuholen wegen einem Motor. Also mir taugt das. Und das Radl lässt sich auch noch gut klettern, muss ich echt sagen. Ihr müsst halt echt weit nach vor mit dem Oberkörper, dann kennt ihr auch steile Rampen, die Übersetzung lässt es zu. Boah, ja, also ich bin echt noch immer ein bisschen geflasht. Ich spüre irgendwie bei mir selber, dass das wahrscheinlich so der nächste Level ist, wo ich vielleicht hinwollen würde gerne und es mit dem Radl schaffen könnte. Also das Ding, gell? Ja. Also ich sage einmal gleich euch, so zum Aufstellen, zum Runterfahren und damit schnell zu fahren, das wird sich mit dem Radl nicht spülen. Ich werde auch überall mit dem Radl runterkommen, aber ich werde euch nie so trauen und nie das fahren oder ausreizen können, was das Radl eigentlich hergibt. Das ist, ja, und ich sage echt, Leute, die ein Hard-Enduro echt suchen, ein richtiges Radl, also Vorwerk
Ansprechverhalten vom Dämpfer hinten, also vom Hinterbau, Maestro, ja, hat mir eh immer schon getaugt, taugt mir da unheimlich. Also ich finde das gesamte Konzept von dem Radl, da muss man sich halt echt trauen, bei dem Radl das Radl laufen zu lassen. Und das Radl, das braucht Befehle, das braucht einen aktiven Fahrer und nicht einen Lulatsch, einen Lulli drauf. Das will geigen. Das ist brutal, wie das Radl geigen will. Ich kann euch echt nur eins sagen, der Jürgen, wenn ihr aus Klagenfurt-Umgebung seid, ist ja unser Giant-Händler, schaut es einmal aus, nehmt einmal das Radl, fahrt einmal mit dem Gerät. Das ist immer so schwierig, irgendwas zu sagen, aber das Radl, das ist die Hex auf zwei Raffen, das ist brutal. Das ist aggressiv, das ist wendig, agil, das ist wirklich ein super Radl. Probiert das Radl aus. Wirklich, ich bin echt am Überlegen. Das war echt so, das ist ganz anders eigentlich, als wie die Radeln, die ich jetzt immer gefahren bin. So, diese ganz auf Sicherheit und die tun schon und werden schon. Also das braucht echt, das braucht eine richtige Führung. Das ist brutal. Das Radl schnitzt. Brutal. Viel Spaß. Tut es testen, viel Spaß. Ich wünsche euch das Beste. Schaut einmal das Radl an, fahrt einmal damit. Irre. Bis bald, Jungs. Ciao. Ride safe.